Und Hallo. Hallo Iris, Kilian da raus und komm zurück zu Tipps Partner. willkommen zurück zu The Whispered World. ja, ich weiß gerade nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ach ja, tatsächlich glaube ich, weiß ich jetzt schon wieder. Wir haben ein Feuer gemacht, aber das Feuer konnten wir nicht mehr anheizen, weil wir schon genug Zunder reingeworfen hatten. Das heißt, wir können uns auch gar kein Heu mehr mitnehmen, oder? Nein, danke. Genug Heu für heute. Genug Heu für heute, ja. Also ich bin mir sicher, Poki und der andere Typ, keine Ahnung, wie der gerade heißt, die haben sich für diesen Witz abgefeiert. Kein Heu, genug Heu für heute. Die haben sich einen Ast abgelacht. So, vielleicht noch reinspucken und dann geht's vielleicht. Und auf ein neues. Tschüss. So, das sollte es gewesen sein. Irgendwie tut sich da nichts. Aber warum? Ja. Ach, ich Trottel. Es kocht ja gar nicht richtig. Das Feuer ist viel zu schwach. Ich sollte noch ein wenig Zunder auf den Kessel geben. Zunder auf den Kessel geben. Und was ist Zunder? Heu, oder? Oder brauchen wir explizit Holz? Dann könnten wir ja die Stäbchen. Nein, das ist zu nützlich, um es das zu verbrennen. Das ist zu nützlich, um es zu verbrennen. Ich dreh durch. Alles klar. Fass mit Augen, Schnecken, Yaki-Eiern, Schimmelpilze. Kann man die verbrennen? Ich koche lieber mit frischen Zutaten. Ich bin Hedwig, ich bin ein kleiner Wichser. Okay. Kann ich den Tisch mitnehmen und den verbrennen? Himmel, ist dieser Tisch klebrig. Hier wurde bestimmt seit Jahren nicht mehr gewischt. Alles klar. Okay. Funktioniert nicht. Wir brauchen Zunder. Das Schild würde sich eignen, aber ich glaube, das habe ich schon probiert in den letzten Folgen. Hey, ganz ehrlich, ich bin überfordert. Anzeige, Ventil. Keine Ahnung. Actually, keine Ahnung. Wir können noch mal da noch hochgehen, dann, noch mal hochgehen und dann, darüber gehen. Dann kommen wir zum Koch. Feigling steht da. Hey, hier unten spielt die Musik. Hallo. Ah, du bist nur wieder. Wie? Hans, du brauchst Wie war das? Ja, sorry. Okay, also das Rezept wiederholt. Du hast mich nie. Ich hab dich nie gesehen. Ja. Können wir uns drauf einigen. Holzhammer. Kann man den verbrennen? Ja, der ist ja so schwer. Ja, dann schneid dir ein paar. Die Askel rüsten offenbar für einen Angriff. Die Askel rüsten. Ja, dann nicht. Die Askel rüsten offenbar für einen Angriff. Ja, dann sollen sie aufrüsten. Okay, ich habe irgendwie die Vermutung, dass das ist ein Bug, gern, aber es ist dass ich dieses Heu, also wenn ich das früher reingeworfen hätte, ich weiß, das hört sich jetzt doof an, aber ich mach kurz eine Pause. Ihr seht mich in einer Sekunde wieder, für euch vergeht keine Zeit, aber ich möchte das jetzt schnell nachschauen. Okay Leute, ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Es ist tatsächlich 10-mal einfacher, als man vermuten würde. Der Zunder ist drin. Jetzt muss man da noch pusten. Also auf das wäre ich Wahnsinn. Mein Leben lang. Wahnsinn, es hat geklappt. Ich kann kochen. Jetzt zahlt es sich endlich aus, dass ich Opa nie über die Schulter gesehen habe. Ja, auf das wäre ich mein Leben. Und auf ein neues. Nie gekommen. Oh, und auf ein neues. Und Wahnsinn, jetzt auf einmal. Es hat geklappt. Ich kann kochen. Jetzt zahlt es sich endlich aus, dass ich Opa nie über die Schulter gesehen habe. Alles klar. Jetzt brauchen wir nur noch einen Teller davon nehmen, oder? Hey, ja. Ihr Bengel, die Suppe ist fertig. Nice, hinstellen und schlagen den Gong. Hallo? Gong. Bong. Ah, endlich. Der Eschenschrank hat wohl bereits einen neuen Koch gefunden. Ich hoffe für ihn, dass dieser hier eine bessere Schimmelsuppe zubereitet. Langsam gehen uns die Leute aus. Ja. Ich glaube, da ist er bei uns an der falschen Adresse. Er hat jetzt sicher irgendwas zu meckern. Es geht doch nichts über den beißenden Gestank einer richtig zubereiteten Schimmelsuppe. Hey, aber vielleicht habe ich schon mal die Exekution des Kochs ja doch zu früh angeordnet. Okay, und jetzt? Was mache ich jetzt? Schmeckt ihm das? Ja, also... Oh
okay. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Ich glaube, die ganze Folge ist jetzt nur das. Ich war so früh scheiße. Okay, jetzt muss ich gehen. Jetzt wird's peinlich. So. Okay. Warte, das war der falsche Weg. Das heißt, wir können jetzt Spot befreien. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Meine Vermutung wäre gewesen, dass wir vielleicht vorher Spot befreien müssen. Was halt jetzt von der Logik keinen Sinn gemacht hätte. Aber ich möchte nur betonen, dass Spot ja die Feuerfähigkeit hat. Okay. Ja, dann gucken wir mal ins Feuer rein. Ins Feuer rein. ins Fenster rein. Sorry. Okay. Erstmal raufgehen. Okay. Ja. Und jetzt? Kann ich jetzt irgendwas machen? Nein, ich komme nicht ran. Nein, ich komme nicht ran. Was? Sonst? Loch? Kann ich. Warte, hä? Spot sieht hungrig aus. Andererseits, er sieht immer hungrig. Ich glaube, Spot ist so wie Kirby. Der kann ihn essen. Nein, ich komme nicht ran. Nein. Ich komme nicht ran. Nein. Die sieht nur dich da. Okay, vielleicht kann ich einfach mit Spot reden. Spot, ich hol dich da raus. Ich weiß noch nicht wie, aber keine Sorge. Mir fällt schon noch was ein. Habe ich jetzt das Spot-Menü? Ja. Okay, das bringt mir nichts. Dann mache ich dich klein und geh raus. Hüpf einfach raus. Oh, er hat seinen Verband. Das geht auch. Dann mach dich klein und dann schlängel dich. Komm, Spot, benutz das Mauseloch. Nichts wie raus da. Das Mauseloch. Fiep. Endlich haben wir ihn wieder. Es ist so gut. Es ist so gut. Okay, Spotty, komm her. Süße Raupe. Oh. Das hat Spot wirklich mal gut hinbekommen. Ich bin richtig stolz auf ihn. Ich bin auch stolz, Spot. Ich will hier weg. Hey. Kann ich nicht erstmal noch Spot vielleicht durch das Fenster und den Eimer holen lassen? Und die Musik, ist sie schon wieder zu laut? Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. Bisschen hey, laut Spot, kommt sie mir hier. Kannst du nachsehen, was da drin vor sich geht? Stelle. So. Schon gut. Okay. Na gut, dann geht das nicht. Alles klar, was können wir jetzt machen mit Spot? Haben wir irgendwo... Brauchen wir irgendwo Feuer? Brauchen wir irgendwo einen kleinen Spot oder einen dicken Spot? Da drin nicht, glaube ich. Ich schau mal in den Geheimraum nochmal. Hat er da diese geheime Kammer gegeben. Und vielleicht kann... Oh. Das würde ich gern, aber es ist abgesperrt. Okay, ich dachte vielleicht, man kann Spot da irgendwie hochschicken oder so. Das geht schon mal nicht. Holzhammer, okay. Vielleicht Spot mit Holzhammer kombinieren? Los, Spot, du trägst den Hammer. Was bist du nur für ein Waschlappen? Ja, so ein Waschlappen. Eine Raupe kann keinen Hammer tragen. Was ist das? Frech. Das ist ja nur frech. Aber wir könnten vielleicht... Nein, das Wasser bekommen wir, glaube ich, mit den Schleusen dann weg, oder? Vielleicht können wir Spot da irgendwie... Nein, nicht. Ich brauche nicht den dicken Spot. Ich brauche den normalen. Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Er ist viel kleiner und schwächer und überhaupt. Aber du kannst ihn hochheben. Hey! Okay. Das geht schon mal nicht. Also wir brauchen jetzt irgendwas, wo wir den Spot erstmalig kombinieren können damit. Vielleicht mit dem Schild. Vielleicht abbrennen. Das wäre lustig. Ich finde das cool. das abbrennen können. Abbrennen fahren. Niederbrennen. Tja, Spot, es sieht so aus, als hätte ich dich von der Speisekarte gerettet. Danke, Cedric. Du bist echt der beste Freund, den man sich wünschen kann. Wie traurig kann man sein, dass man sowas macht? Okay. Spot kann vielleicht das Heuer anbrennen? Das wäre lustig. Und ich finde Spot. Lustig. Dein Typ ist gefragt. Warte, ich mach nur kurz die Tür zu. Soll ja nicht gleich ganz Askelia den Rauch sehen. Oh lol, macht er wirklich? Pfeif auf das Gehirn, bevor ich hier an einer Rauchvergiftung sterbe. Mach die Tür auf, ja. Okay, Ventil.
Das würde ich gern, aber es ist abgesperrt. Was heißt, es ist abgesperrt? Ach so, das Ventil ist da. Okay. Vielleicht kannst du es Nein, ja knacken. Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel. Nichts weiter. Ja. Okay. Ja, wahrscheinlich der Askil-Boss, der hat den Sieg. Ja, okay. War fast klar. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er nicht da wäre. Hab ihn. Und jetzt nichts wie raus hier. Oh, Schnee. Wir müssen verschwinden. Okay. Hauptschlüssel. Mit dem kann man das Ventil aufsperren. Okay. Ist jetzt das Wasser gestoppt? Oder können wir jetzt... Können wir jetzt zumindest die Ventile generell stoppen? Das wäre so die Frage am Rande, die mich beschäftigt seit Tagen. Hey, der Wasserpegel... Das würde ich gern, aber es ist abgesperrt. Ah, warte. Hahaha, ha, ha. Ich bin so lustig. Okay. Ich habe zweimal dasselbe Ding nacheinander gemacht und ich habe es einfach beim zweiten Mal nicht gecheckt. Ja, muss man so zugeben. Okay. Ich glaube, wenn wir die drei Ventile haben, passt das, oder? Also mein Gedankengang war, dass ein Ventil die anderen zwei entsperren würde und dann... ja. Aber egal. Ja. Wir lassen es einfach gut sein. Wir haben die leckerste Schimmelsuppe gemacht seit Jahrzehnten wahrscheinlich, weil er schläft von unserer Suppe. Immerhin, oder? Nein, die Zieh... Okay, das zeigt eigentlich die Anzeige. Die Anzeige steht bei der dritten Markierung. Was heißt das? Die Anzeige steht bei... die Nein, Anzeige steht bei der dritten Markierung. Okay, ja, schön. Danke. Wir haben... Warte, ist hier der Pegel gestiegen? Oder irgendwas neu? Nee, oder? Was ist, wenn Nicht ich nötig. Das jetzt zudrehe? Es ist bereits voll aufgedreht. Okay, ja, perfekt. Gibt es noch mehr Ventile? Ah, ich kann da jetzt aufsperren, gell? Brain. Weil ich ein Brain bin. Okay. Passt. Das hätte mich auch gewundert, wenn das nicht gepasst hätte. Kann ich jetzt irgendwie den Eimer holen? Nee, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, dafür benötigt man eine Art Schläge. Ich glaube, dafür bemüht jemand einen Artikel. Okay, und was jetzt? Was ist jetzt passiert? Hä? Was macht das? Ich frag für einen Freund. Hä? Also, ich weiß ja nicht. Kann ich das? Das ist ein Schlachtplan. Oh je, die Askel plant tatsächlich einen Angriff auf Corona. Auf Corona. Ja, habe ich schon mal erzählt, dass Corona jetzt viel lustiger ist? Nein, also lustig Nein, ist es nicht. Nein, ich komme nicht ran. Verstehe mich nicht falsch, aber... ja. Kann Spot da hochklettern? Spot Wenn ich da nicht rankomme, dann schaff... Dann nervt der Spot auch nicht. Er ist eine Raupe und ich bin ein Mensch, mit Anführungszeichen. Nein, von dieser Seite lässt sich die Tür wohl nur durch den Gongmechanismus. Aha. Was heißt nur mit dem Gong-Mechanismus? Bong. Bong. Und jetzt? Hä? Warum bin ich jetzt da? What? Jetzt bin ich endgültig Ach, hier verwirrt. Bin ich. Ich lasse die Tür lieber angelehnt, sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ah, smarter Bengel. Aha! Ein neuer Raum. Also kann man denn erstmal, bevor wir das machen, Kamin anzünden? Es ist warm genug. Okay, es ist warm genug. Wenn du das sagst, Sedwick, dann brauchen wir nie wieder heizen. Hey, da gibt es schon wieder so ein Schlägelrätsel. Ich habe einfach draufgehauen. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Bong. Hä? Und jetzt? Dreht sich da... Da dreht sich alles. Lol. Sie... Was? Sie ist verschlossen. Ach, hier bin ich. Oh. Soll das so sein? Ist das gut so? Ich keine Ahnung einfach. Okay, kann ich jetzt da runter? Okay, da kann ich jetzt hoch. Okay, das bringt mir genau...
Aha. Gelinde gesagt, bringen wir das Erdnüsse. Hm? Okay. Alles klar, das heißt, ich muss da irgendwie mit dem Gong-Rätsel arbeiten. Gibt es da irgendwelche Hinweise? Ich drehe nochmal. Vielleicht funktioniert es jetzt. Bong! Jetzt ist eine Tür zugegangen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich habe halt keine Ahnung. Alles klar. Da sie ist verschlossen. Kann ich die aufsperren mit dem Hauptschlüssel? Nein. Geht nicht. Okay. Dann halt nicht. Vielleicht kann ich nochmal den Schlegel verwenden. Bang! Ich muss dann die Folge beenden. Lass mich nicht vergessen. Okay, jetzt hat sich gar nichts getan. Ja. Ist das jetzt gut oder gar nichts oder schlecht? Okay. Ich kann wieder nach oben. Okay. Sie ist noch immer verschlossen. Alles klar. Dann drücke ich nochmal rechts. Oder ich nehme da jetzt den Kamin. Leer. Leer? Beinahe gemütlich, wenn nicht jeden Augenblick ein Askil auftauchen. Stimmt, die Askil. Na gut, okay, beim nächsten Mal versuchen wir herauszufinden, was dieser Mechanismus ist. Ich habe noch immer keinen Plan, aber okay. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von der Whispered World.